Nur wenn sie den hellen Tod sterben wollen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Und da ein ausgerechnet Himmler! Herr Führer. Darin! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Feigelein! Dann soll die Armee im Kehrt machen! Es ist mein Wille! Mein Führer? Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Bist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Sie ist ohne Ehre! Wink! Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Go home to Mommy! Go home to Mommy! 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 Das ist der schlimmste Verrat von allen! Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Holen Sie mir, Fegelein! Bitte? Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Verrat! Darin! Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Dann entblößen wir die Westfront! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Fegelein! Monke, ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Da wollen wir mal. Widerstand in den Weg gelegt! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Anstellen! Und stößt auf Stahnsdorf vor. Das war ein Befehl! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Aufhängen! Göring, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Fegelein! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Nur wenn sie den hellen Tod sterben wollen. Müsste man ihn an die Wand stellen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Und also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Dort! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Anders kann man das nicht machen. Fegelein! Und da ein ausgerechnet Himmler! Herr Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Darin! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, bitte. Fegelein! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Fähig. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Fähig. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Aktion in unserem Staat möglich gemacht! Old man. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!